Grundsätzlich ist zu sagen, dass eine zweite Meinung generell legitim ist. Viele Eltern oder Patienten kommen mit der Frage hinter vorgehaltener Hand, darf ich das überhaupt fragen? Ist eine zweite Meinung zulässig? Selbstverständlich ist es ihr Recht auf eine zweite Meinung, sodass ich diese Frage in erster Linie immer mit meinem jetzt behandelnden Arzt, Ärztin besprechen würde. Wenn der nicht so zugänglich ist für die Frage, steht natürlich Keks als Ansprechpartner jederzeit zur Verfügung. Keks sucht nach speziellen Kriterien Kliniken, spezialisierte Kliniken für eine zweite Meinung oder natürlich auch als erste Anlaufstelle aus, sodass Sie sicher davon ausgehen können, dass Sie in diesen Kliniken gut aufgehoben und behandelt werden. Darüber hinaus gibt es natürlich die auf europäischer Ebene die europäischen Referenznetzwerke und auf nationaler Ebene ASAF. ASAF ist ein Aktionsnetzwerk für seltene angeborene Fehlbildungen und eine Arbeitsgruppe der Deutschen Gesellschaft für Kinderchirurgie, sodass das zwei übergeordnete Anlaufstellen wären, an die Sie sich wenden können auf jeden Fall. Beide Netzwerke bieten eine Plattform für Leitlinien, versuchen zu vermitteln, versuchen zu vernetzen und sind speziell eine Plattform für Patienten mit seltenen Erkrankungen. Und da findet sich natürlich die Ösophagusatresie insbesondere auch wieder.